Die tiergestützten Therapien zählen innerhalb der integrativen Therapie zu den neuen Naturtherapien. Wir schauen immer, dass wir Tiere artspezifisch und konzeptgeleitet einsetzen, um Entwicklungs- und Heilungsprozesse bei Patientinnen zu fördern. Wichtig ist, dass wir immer das komplexe Beziehungsgefüge im Blick haben, dass wir wissen, wir haben die Patientin, die Therapeutin, das Tier, aber auch den Kontext. Hier zum Beispiel wäre das Wiese und Wald. Das heißt, wir schauen, dass wir das immer, die einzelnen Strukturgefüge, aufeinander abgestimmt in den Therapieprozess mit einbeziehen. Hilarion Petzold bezeichnet zum Beispiel Hunde als kommunikationsstarke und interaktive Gruppentiere, die in therapeutischen Prozessen ideal als Gefährten eingesetzt werden können. Neben den Hunden kann man auch andere Tiere, zum Beispiel Pferde oder Schweine, zu therapeutischen Zwecken einsetzen. Ganz, ganz wichtig ist, dass Hunde nie oder auch generell Tiere nie den Therapeuten oder die Therapeutin ersetzen, sondern Hilarion Petzold bezeichnet diese als Gefährten auf Zeit im Vergleich zu den Therapeutinnen, die eine therapeutische Beziehung auf Zeit geben.